Ja, hallo Freunde des gepflegten Let's Plays. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge auf dem Commodore Amiga. Und diesmal wird es wieder ein bisschen strategisch. Wir wollen ein Strategiespiel für den Amiga spielen. Und zwar den Konflikt Middle East. Ja, von SSI oder auf Englisch SSI, ein sogenanntes Hardcore-Strategiespiel. Wir haben jetzt hier zwar ein sehr schönes Titelbild, aber allzu viel mehr Grafikpracht werden wir in diesem Spiel nicht erleben. Es ist, wie gesagt, ein reines Strategiespiel, das sich bezieht auf die Hexfelder, wo man seine ja, die Einheiten nachrücken kann. Und das Spiel ist von 1991 erschienen für den PC-DOS und für den Amiga, soweit ich weiß, für den Atari ST nicht. Und ich habe dieses Spiel damals auch gespielt. Ich habe sowieso so eine diese Hardcore-Strategiespiele habe ich sehr gern gespielt, wie Second Front zum Beispiel. Habe ich ja auch schon mal ein Let's Play drüber gemacht. Und ja, wir starten mal ein neues Game. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt zur Auswahl ein Szenario. Wir haben 1973 oder 1990. Ja, 1973, das weiß jeder, die Suezkrise. Na, als die arabischen Staaten unter ägyptischer Führung über den Suezkanal sind und dann haben wir, wie gesagt, 1990, das war der zweite Golfkrieg. Ja, der erste Golfkrieg war ja Irak gegen den Iran und der zweite war, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist und die, sag ich mal, die internationale Allianz dann ja, Kuwait befreit hat und in den zum Teil im Irak einmal schön, dass sich dann aber wieder zurückgezogen hat. Aber so weit wollen wir gar nicht in die Geschichte gehen. Ich würde sagen, wir spielen mal 1973. Und jetzt können wir natürlich zuerst mal sagen, was wollen wir spielen von der Seite. Wir könnten die israelische Seite spielen oder die arabische Seite. Und man kann das auch mit zwei Spielern machen. Ne? Es ist. Ich bin ja mal wieder nur alleine, aber man kann es auch an einem Computer auch zu zweit spielen. Geht wunderbar. Und wir spielen aber, also ich spiele die arabische Seite. Und jetzt können wir uns ja bei den Luftmissionen, wir können jetzt sagen, das macht der Computer, aber ich würde sagen, wir machen das selber und kontrollieren das. Die Intelligenz machen wir komplett oder machen wir limitiert? Ich würde ja, wir machen komplett. So, jetzt hier arabische Kompetenz, also wie stark die Araber sind. Haben wir Harry anderen Pushover. Wir machen mal moderat. Eine gute Mitte. Und hier Session. Autumn, Winter, Summer. Wir machen den Sommer, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir beginnen bei das Spiel. Und ihr seht gleich, wir sehen dann die Karte. Na, das ist im Prinzip, so ist das ganze Spiel
im Prinzip aufgebaut. Wir rücken unsere Einheiten hier auf der Karte. Können die nach unten, nach oben verschieben. Und wir schauen mal zum Beispiel, was wir machen. Wir gehen jetzt hier mal drauf und können uns hier unsere Einheiten anzeigen lassen. Und das ist zum Beispiel, ja, eine ägyptische Einheit. Wir haben in dieser Einheit oder auf diesem der Hexfeld, wir haben ja zwei Einheiten, einmal eine Artillerieeinheit und einmal eine Quatsch, mache ich jetzt. Und einmal eine motorisierte Einheit, also wenn ich das so sehe, im Prinzip eine Panzereinheit. Bestehend aus T55. Ups, jetzt bin ich rausgegangen. Ja, was ich jetzt schön gefunden hätte, wenn man hier noch hätte die Stärken der einzelnen Fahrzeuge raussuchen können oder sich anzeigen lassen können. Das wäre, wenn nicht schlecht. Wir haben zwar hier ein bisschen was, aber ja, war im Prinzip bei. Ja, bei Second Front, also war das noch ein bisschen detaillierter. Ja. Hier ist natürlich, da es eine Artillerieeinheit ist, ist Artillerie im Prinzip das Stärkste. So. Dann kommt mal. Hier kann man auch gucken. Man kann im Prinzip, kann man das. So sage ich mal, eigentlich gut. So, dann hätten wir hier noch eine Einheit. Wir gucken mal, was das ist. Eine mechanisierte Brigade. Auch mit T-54, T-55. Und ja, hier haben wir zum Beispiel noch. Müsste na, ist Artillerie. Genau, das war Artillerie und das müsste im Prinzip Infanterie sein. Genau. Ja. Und wir haben natürlich auch Luftwaffe. Ich weiß es gar nicht. Das hier hinten, das ist auf jeden Fall eine Panzereinheit aus Libyen. T-54 und M113, amerikanischer Schützenpanzer, Wagen oder Truppentransporter, kann man jetzt nennen, wie man es will. Hier haben wir auch noch eine. Möchte mal gucken, was das ist. Okay, eine T-10. Ich weiß nicht, ob den von euch welche kennen. War ein schwerer Panzer, im Prinzip der Nachfolger des IS-3 oder des Josef Stalin 3 Panzers. Ne? Und so geht das hier weiter. Wir würden uns jetzt erstmal, ich weiß nicht, können wir hier angreifen überhaupt? Geht das schon? Ach nee, wir brauchen erst eine Pontonbrücke, die müssen wir erst bauen. Muss man hier. Irgendwo ging das. Was haben wir hier für Einheiten nochmal? Ja, es ist ein bisschen trocken. Hier haben wir Infanterieeinheiten. Könnten wir hier mal. Wir so, das, was wir jetzt auch machen können, ist erstmal eine Luftoperation. Und hier haben wir unsere Flugzeuge, über die wir verfügen. Wir haben 195 Flugzeuge. Wir haben hier die MiG-17. Das sind dann die ganzen Werte, zum Beispiel der WR. Das ist im Prinzip, müsste das die Luftüberlegenheit sein.
Und ja, wir werden mal auf jeden Fall, wir werden mal eine Luftüberlegenheit machen. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir aber unsere MiG-21 und die Mirage 3, weil die sind wirklich gut. Dann machen wir. Nehmen wir auf jeden Fall die Tu-16, ein Bomber. Und den setzen wir ein für. Jetzt mal hier ein. Und die Su-7 ist die Su-7 setzen wir am besten ein hier beim Strike, also im Prinzip eine Bodenunterstützung gegen Bodenziele machen wir natürlich. Und die könnten wir hier. Jetzt wollte ich mal gucken, die Hunter. Haben wir gar nicht. Oder? Haben wir da welche? Hunter würde ich jetzt zum. So. Haben wir keine. So, das wäre unsere. Ja, wären praktisch 392 Flugzeuge, die wir einsetzen. Und dann werden wir mal diesen Zug beenden. Und ja, jetzt dauert es ein bisschen. Jetzt wird das berechnet. Also wie gesagt, es ist jetzt viel mehr Grafik, werden wir jetzt hier nicht sehen. Es ist, wie gesagt, wirklich, deswegen hat man es damals wahrscheinlich genannt, Hardcore-Strategiespiele. Das ist halt wirklich reine Strategie. Aber ich habe die ja sehr gerne gespielt. Es gab ja verschiedene. Ne? Es gab ja nicht hier bloß das Konflikt Middle East. Da gab es ja auch einen Vorgänger. Das war, ich glaube, Konflikt Korea und so, also das sind schon wirklich, so ich finde, sehr gute Strategiespiele, und es kam damals sehr viel raus von SSI. Also und vielleicht kennt der ein oder andere, der diese Spiele auch sehr vielleicht gern gespielt hat. Das ist jetzt zwar nichts, wo man ein stundenlanges Video machen kann, weil es dann doch zu langweilig wird, aber ich will euch das Spiel ja nur mal, sag ich mal, vorstellen, dass ihr ja so wisst, was es damals überhaupt alles gab. Und gerade solche Spiele habe ich im Netz nie viel gefunden drüber. Es gibt ein paar, aber und deswegen, so, jetzt noch mal gucken. Bitte warten. Und jetzt geht's los. Air Combat. 372 arabische, 600 Wir haben aber 29 feindliche Flugzeuge abgeschossen. Das ist schon mal gut. Und jetzt beginnt. Und wir greifen zuerst mal Airbasis an. Mit der Su könnte man auch eine Airbasis angreifen. Greifen mal Sams an. Und Truppen. Und hier würde ich schon gerne dieses Forum angreifen. Aha. Greifen wir nochmal der Erbis an. Jetzt kommen die Israelis. Jetzt wird es interessant.
Da greifen sie unsere syrische. Ja, das ist wirklich jetzt reine Strategie. Aber wie gesagt, ich habe das früher gerne gespielt. Ich spiele es auch heute noch gerne. Ich habe dieses Spiel aber wirklich schon lange Zeit. Was ist lange Zeit? Also, man kann schon jetzt sagen, fast Jahrzehnte nicht gespielt. Aber die Faszination ist immer noch da. Also, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen von euch jetzt zum Zuschauen nicht so. Ja, prickelnd ist, aber wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die so eine Spiele auch gern gemacht haben. Und es geht ja im Prinzip mir darum, dass ich euch in dem Video so immer mal zeige, was es so damals gab oder mit welchen Spielen ja meine Generation so aufgewachsen ist. Und ja, wie ihr hört, also es gibt auch ja da keinen Sound, also hat man ja, wozu braucht man es auch da, ist eigentlich schon klar, aber so ist im Prinzip das ganze Spiel, sage ich mal, aufgebaut, ne? Aber wer auf Strategie und so steht, kann gerne mal sowas mal probieren. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, ich habe es gern gespielt und ich bin überzeugt, viele andere auch. Wie gesagt, ich habe im Netz immer, auch bei YouTube habe ich jetzt über solche Spiele immer nicht sehr viel gefunden. Und wenn es irgendwas war, dann war es aber leider nie auf Deutsch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich ja, stelle das Spiel einfach mal vor. So, speichern tun wir nicht. Und da sehen wir schon, das können wir immer hoch. Gehen wir runter nochmal. Jetzt kann man hier. Jawohl. Halt. Nein. Natürlich nicht. Möchte. Was haben wir denn hier jetzt? Mal gucken, was ich hier für eine Einheit gezogen habe überhaupt. Das ist eine Kommandoeinheit. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Auch eine Kommandoeinheit. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier haben. Infanterie. Könnte man die da praktisch mit? Ne, geht nicht. Okay, dann ziehen wir diese noch mit hin. So. Könnte man ja mal gucken, ob man hier. Ne. So. Und gehen wir ein Stück runter. Geht nicht. Wo könnte man denn? Hier könnte man da auch durchbrechen. Gucken wir mal, was wir hier für Einheiten haben. Hier haben wir jetzt T10. Ich wollte eigentlich mal gucken. Eine Panzereinheit vielleicht. Nee. Also, wir brauchen erstmal einen Übergang. Ja, gucken wir mal. Können wir hier überhaupt? Das geht auch. Dann greifen wir hier mal an. Und zwar mit beiden. Und hier. Geht nicht.
haben wir denn hier? Ach so, da haben wir wieder. Ja, hier haben wir natürlich Panzer. Da brauchen wir erst eine Brücke. Also brauchen wir Infanterieeinheit. Wir gucken, was haben wir hier. Das geht auch nicht. Wir gucken noch mal. Auf der anderen Seite haben wir Artillerie, das ist auch nicht so. Könnten, aber okay. Dann noch mal eine Luftoperation. Wir nehmen wieder unsere Tu-16. Die nehme ich doch gerne und die nehmen wir hier zum. Mehr haben wir davon nicht. Dann machen wir wieder Luftüberlegenheit. Jetzt setzen wir alles ein. Oder wir machen Luftüberlegenheit, machen wir mal 80 und wir machen noch hier. Okay, die Hunter haben wir wieder keine. MiG 17 ist zwar schon etwas älter, die würde ich nehmen zum. Setzen wir auch alle ein. Und die Su-7 haben wir 128. Die würde ich. Luftverlängern sie nicht gut, aber beim. So, und da hätten wir es alles. Gucken wir mal. Wir haben 385. Jawohl. Okay. Und dann beenden wir das mal. Und das wird auch gleichzeitig unsere letzte Runde. Denn eine halbe Stunde ist fast um. Ich will es hier nicht sonst irgendwie ausdehnen, aber den, das gucken wir uns nochmal an. Und ja, wie gesagt, ist jetzt nicht zu vergleichen mit den heutigen, sag ich mal, Strategiespielen, wo auch eine wunderschöne Grafiken alles und alles animiert ist. Das war damals nicht, aber vom, ich sag mal, von der Tiefe her und war das schon damals, muss ich sagen, nicht schlecht. Und ich habe so eine Spiele, wie gesagt, sehr gemocht. Ja, mal ein bisschen laden, das ging auf dem PC, ging es ein bisschen schneller. Aber was soll's? So war es halt. Spiele von Diskette brauchten halt ein bisschen. Aber es geht schön, es wird. Dann schauen wir mal, wie wir hier in der zweiten. Ja, und da geht's los. So, R2R. Okay. Beginn arabischer Angriff. MiG 17. Greifen meine Airbasis an. Mit der Su greifen wir mal Sams an. Mit der Tu greifen wir Truppen an. Würde ich jetzt hier das vorangreifen? Oder die, ich greife mal die Panzerdivision an. Und jetzt beginnt unsere Grundoffensive und wir greifen jetzt an.
Zweites Artillerieregiment, 16. Artillerieregiment. Weil man nachher in der Information gucken, wie hoch unsere Verluste schon sind und die der Israelis sind. Aber wir schauen jetzt erstmal. Jetzt werden nämlich gleich die Israelis angreifen. Na, schauen wir mal, was wir da. So, wir haben eine Brücke gebaut hier. Und jetzt können wir hier nämlich nach drüben über die Pontonbrücke und so, jetzt gucken wir mal hier. Strategik-Report. Also hier steht's. Zwei Brücken gebaut über den Suezkanal. Und hier die Panzer. Ja. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, zwei Panzer zerstört. Artillerie haben wir. Flugzeuge haben wir, wie gesagt, haben wir schon ein paar zerstört. Eine Bomber. Ja, Sams auch. Also ganz so schlecht sind wir nicht. Wir haben dann übrigens hier auch na, den Wetterreport. Und was war noch? Was ist Game Info? Ja, gut. Und die Nachschubkarte. Können wir uns noch mal kurz angucken? Ja, bitte warten. Please hold the line. Ja, dann warten wir mal. Aber wir, ja, genau, ne? Ja, Freunde, das soll es auch gewesen sein von Konflikt Middle East. Ich hoffe, ihr habt bei dem Video ein bisschen Spaß gehabt und vielleicht habe ich den einen oder anderen, der dieses Spiel früher auch gespielt hat, einen kleinen, ja, der Anreiz geschaffen, vielleicht es nochmal auszupacken und nochmal zu spielen. Ansonsten bleibt mir bloß zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben oder über ein Kanalabo. Aber wie gesagt, am wichtigsten ist mir, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Amiga. Also Freunde, macht's gut und tschüss.